Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch eine andere Methode zeigen, wie ihr unter die Map kommt und wie ihr auch nicht wegteleportiert werdet. Hierfür braucht ihr erstmal die Feldaufrüstung Rasender Wächter, einen Jugger und schneller laufen. Wenn ihr dann alles habt, Leute, dann begebt euch zum zerstörten Penthouse, da auch wo die Schnellwiederbeleben-Perk ist, gegenüber vom Korbmacher Dach. Dann geht hier hoch. Jetzt müsst ihr hier auf diesen Sandsack gehen, geht so ein Stück nach hinten, Leute, und nimmt Anlauf. Dann springt hier auf diese Barriere drauf. Das klappt vielleicht beim ersten Mal nicht, aber glaubt mir, das ist gar nicht so schwer. So, also geht auf diesen Sandsack, geht ein bisschen nach hinten, nimmt Anlauf und rennt hier drauf. Von hier schaut ihr euch diesen Holzbalken am Rand an, rennt nach vorne und klettert. Und hier springt ihr einmal zur Seite und dann direkt nach rechts wieder auf den Balkon. Wenn ihr dann hier seid, nimmt ihr wieder Anlauf bis zum Rand und springt hier rüber. Hier geht ihr jetzt einfach um die Ecke und wenn ihr dann hier ganz nach hinten läuft, dann kriegt ihr auch keinen Damage mehr. Wenn ihr euch regeneriert habt, dann rennt geradeaus weiter, Leute. Und hier habt ihr so ein Loch. Wenn ihr auf diesem Loch steht, dann kriegt ihr keinen Damage und ihr heilt euch wieder. Also wenn ihr mal falsch laufen tut, könnt ihr wieder ganz schnell zurück und euch regenerieren. Dann macht euer Leben wieder voll und danach folgt dem Weg, den ich jetzt laufen werde. Ihr läuft hier rechts lang, springt so einmal rüber. Ihr läuft hier um die Ecke, Leute, ganz schnell und direkt wieder links um die Ecke. Hier läuft ihr einmal durch und hier könnt ihr jetzt einmal euren rasenden Wächter aktivieren und hier drauf klettern. So, wenn ihr dann hier seid, seht ihr das Hotelsymbol, ihr springt da links drüber, läuft hier wieder links um die Ecke und dann müsst ihr euch hier hinlegen und in dieses Loch fallen. Wenn ihr in dem Loch seid, dann schaut so ein bisschen an der Wand so durch, so wie ich es mache, wo ihr hinläuft, damit ihr nicht runter unter die Map fällt, also komplett runter, so wie hier. Hier bin ich einfach nur im Loch, einfach geradeaus durchgelaufen und wie ihr seht, bin ich komplett rausgeflogen. Also macht es so, wie ich es im Video gezeigt habe. Also wenn ihr im Loch seid, dann schaut euch um und guckt den Boden an, wo ihr landet. Okay, dann lauft ihr einfach runter, wo es sicher ist. Dann könnt ihr hier wieder zu diesem Waffenwandkauf laufen und die Zombies werden sich dann hier unten versammeln. Um nicht teleportiert zu werden, müsst ihr einfach so wie ich jetzt hier im Video hin und her laufen. Wenn ihr ständig in Bewegung bleibt, dann werdet ihr auch nicht aus der Map raus teleportiert und ihr könnt hier einfach in aller Seelenruhe spielen. Falls die Zombies euch Extras droppen, die könnt ihr auch aufheben. Ihr müsst einfach nur nahe genug dann an diese Wand gehen. So wie jetzt hier mit dem Insta-Kill, also einfach in die Nähe gehen, hier runter gehen oder einfach ducken und ihr könnt die Drops aufheben. Wenn ihr hier nun wieder raus wollt, das geht ganz einfach. Und zwar geht ihr hier auf die andere Seite, dann fallt hier runter und dann müsst ihr einfach nur über diese Mauer klettern und ihr seid drüben. Hier könnt ihr jetzt zum Beispiel Munition kaufen, eure Waffen punchen und Perks kaufen oder was auch immer ihr machen wollt. Und danach könnt ihr ganz easy wieder unter die Map. Ich würde euch empfehlen, lasst hierfür am Ende der Runde ein Zombie am Leben und macht euren rasenden Wächter erstmal voll. Und danach könnt ihr wie gesagt wieder hier zum zerstörten Penthouse. Ihr müsst dafür in den Lebensmittelladen gehen, einfach von der Seilwinde hier hochziehen. Wenn ihr oben seid auf dem Dach, dann geht hier gegenüber von Schnellwiederbelebungsperk auf den Sandsack drauf, so wie vorhin auch. Also geht so ein bisschen nach hinten, aber nicht zu weit nach hinten, sonst fallt ihr hier runter. Also geht drauf, nimmt Anlauf und springt hier drauf. Falls es beim ersten Mal nicht klappt, nicht schlimm, versucht es einfach noch einmal. Solange eins von belebt ist, das easy. Hier oben schaut ihr wieder auf dieses Stück Holz und springt dann da drauf. Da müsst ihr nämlich auf die rechte Kante springen. Das macht ihr, indem ihr so ein bisschen nach links geht und euren Stick direkt wieder nach rechts zieht. Hier nehmt ihr Anlauf bis zum Ende und springt hier auf dieses Gerüst. Dort läuft ihr einfach ganz schnell um die Ecke. Passt auf, ihr kriegt Damage. Ihr lauft bis zum Ende hier durch und dann könnt ihr auch ganz in Ruhe chillen, ohne Damage zu bekommen. Wenn ihr dann hier geradeaus durchläuft, Leute, ist hier dann ein Kreis auf dem Boden, ein Loch. Wenn ihr hier drauf steht, regeneriert ihr euch wieder und ihr kriegt kein Damage. Dann lauft hier lang, springt hier rüber, geht hier um die Ecke. Hier geht ihr wieder nach links um die Ecke. Und wenn ihr nur noch 48 Leben habt, könnt ihr euren rasenden Wächter aktivieren. Dann springt hier rüber. Dann, wo Hotel steht, müsst ihr links drüber klettern. Dann wieder links um die Ecke und da seht ihr schon das Loch. Da legt ihr euch hin, Leute. Und geht runter. So, und dann schaut ihr wieder, ob ihr hier raus könnt. Dann springt runter und geht zum Wandkauf. Wenn ihr hier seid, werden sich die Zombies halt wieder versammeln. Und solange ihr in Bewegung bleibt, passiert auch nichts.
Also werdet ihr hier nicht wegteleportiert. Das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir in die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle sehr gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal.